Achtung, Achtung, eine Wiederholung, ich bleib dabei. Button und Spa, das bleibt. Wir müssen das jetzt mal ordentlich beenden, hinbekommen. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Das heißt wir, ich muss es hinbekommen. Denn wenn was gelingt, dann ist es wir. Und wenn was verkackt wird, dann war ich's. So einfach ist das auf YouTube. Vorsicht, dunkelblauer. Was macht ein BAR so weit hinten? Jetzt wird's interessant. Ja. Ich glaube, der Heckflügel fehlt. Ich glaube, der Frontflügel auch. Motor abgewürgt. Wir haben keinen Sound mehr vom Auto und ja, der Wagen rollt, ich gebe Gas wie wild. Das war's. Wie war das? Jetzt wird's interessant. Ja. Hätte ich nachgeben sollen, habe ich nicht. Wagen ist abgehoben. Boah. Bei ihm genauso. Geschwindigkeit zu hoch. Wagen abgewürgt. Motor abgewürgt. Aber gute Bremsen hat er. Er rollt nicht runter. Hat keiner gesehen, wird rausgeschnitten. Hihihi. Oh. Vorhersage sagt, hallo, ich möchte regnen. Strecke und Himmel sagen, nö. Dann bleiben wir bei Slicks, nehme ich nochmal an. Weiche Slicks, genau. So, schon draus gelernt. Aber wir waren jetzt auch ein Stück weiter hinten als beim letzten Versuch. Huiuiui, noch ein Windschatten. Drei auf einen Streich. Trocken will hier keiner rausgetragen werden. Zumindest noch nicht. So, ein Benetton Sandwich und der Aeros ist voll drin. Oh ne, jetzt greift er an. Ist nicht gut. Das war ein kleiner Rüffel für lass den Teamkollegen in Ruhe. Oh, Tropfen. Pünktchen auf der Strecke. Teamkollege fährt Kampflinie Mist, ich hoffe, der Aeros macht das. Jetzt sind wir hier im Vierkampf. Jetzt ist er eingeklemmt, sehr gut. Oh, eingeklemmt sind jetzt wir. Ist jetzt ein Großkampf.
Der Menardi greift den Teamkollegen an. Der Teamkollege läuft vorne. Wie weit noch von, was ist denn hier los? Geht's nicht mehr für uns? Vielleicht der Jaguar, vielleicht noch der Post Ace, sondern war's das. So von der reinen Stärke her. Das mit endlich mal ein gutes Rennen hinlegen? Ich Trottelkopf, Nasengesicht, Typ. Schön die Hinterräder durchdrehen lassen. Wie viele Container hatte Menardi rechts? Habt ihr das gesehen? Da war noch einiger vom aufgeblasenen Männlein, vom Michelin-Mann. Da waren noch mindestens 4 Menardi-Container im Fahrerlager. Komm, flieg wieder ab. Spielverderben. Jetzt fliegen wir ab, ja. War unser beider Fehler, aber ich hätte ihn am ehesten vermeiden können. Der Arrows und alles dahinter freut sich am ersten Mal. Sieht aber auch verdammt cool aus, muss ich ja sagen. Ah, das ist halt Grand Prix 4, da guckt man sich Unfälle noch viel lieber an als ohnehin schon. Bei Codemasters ist gut, wann gibt's da schon mal Unfälle? Aber ich muss halt gestehen, wir haben da auch schon coole Sachen erlebt. F1 2019, Brasilien, ich meine 2019 war es, auf jeden Fall Brasilien und auf jeden Fall Williams. Die beiden Williams ist, der eine dem anderen auf der Geraden reingekachelt ist. Weil der Wagen mal sowas wie abgehoben ist. Ich meine, F1 2019 war es. Da waren ja bei Williams Sirotkin und Stroll, ne? Wenn ich jetzt richtig liege, dann passt das, wenn nicht, dann nicht. Oh. Zu uns jagen. Was wird denn der Wagen hier auf einmal ausbrechen? Hatten wir doch vorhin schon.
Sehr schön, anscheinend leicht mitgenommen. Vollschwung durch die Doppel-Links. Gefällt mir, wie nah die Vorderleute beisammen sind. Nadia und wir kommen jetzt näher, weil die sich weiterhin behaken. Ich will nicht im Windschatten fahren, wir kommen sonst zu nah, das tun wir jetzt schon. Stellt euch mal jetzt der S vor, wir hätten der S und würden ihm noch mehr davon ziehen. Der S ist Müll. Übrigens, wenn wir in Zukunft, ich sag bewusst Zukunft, in der Vergangenheit geht ja auch schwierig, wenn wir in der Vergangenheit mal wieder Codemasters F1 spielen sollten. Ich werde der es nicht mehr nutzen, habe ich ja jahrelang gesagt. Ich nutze es auch in den Rennen, weil es uns einfach ansonsten Nachteil einbringt, aber durch Grand Prix 4 ist mir jetzt nochmal ganz besonders klar geworden, wie cool Überholmanöver oder Zweikämpfe sein können, wenn kein DS im Einsatz ist, ja. Wenn unser Hintermann DS hat, dann ist es kacke, weil dann kommt er an uns vorbei. Er wird nicht automatisch verzichten. Und wenn unser Vordermann auch DS hat, dann wird es besonders schwierig, aber wenn wir in Zukunft Codemasters F1 spielen sollten und man da DS nicht für alle abschalten kann, dann werden wir es nicht mehr nutzen. Keinen Bock mehr auf den Scheiß. Der BMW hat was vor, ich weiß noch nicht was. Ralf Schumacher, Sieger, Helm, grün obendrauf. Oh, Dreikampf 4 und mit dem Williams 5 Kampf. Mit dem Williams 6 Kampf, Entschuldigung. Und der Minardi 8 Kampf. Wenn 7 nicht möglich ist, ne? Nicht anschieben, nicht! Ich habe ihn schon im Rückspiegel viel zu nah kommen sehen. Der am Schwein, das ist bloß ein kleiner Stupser war. Mein Wunsch ist ja immer noch, dass Codemasters die Option einbaut, dass man DS für alle Fahrzeuge dauerhaft deaktivieren kann. Wenn sie es nicht machen, tja, Pech, dann nutzen wir es halt einfach nicht mehr. Im Qualifying ja, weil da geht es bloß um die Zeit, aber nicht mehr, wenn es um Zweikämpfe geht. Im Rennen werde ich den Mist nicht mehr nutzen. Nach aktuellem Stand vielleicht ändere ich meine Meinung nochmal, werde ich mir jetzt nicht komplett verbauen, die Möglichkeit. Aber stand jetzt kein DRS mehr für uns in den Rennen. Mist, der BMW Williams ist schon wieder ein Hintermann geworden, ein direkter Hintermann. Ausnahme ist nicht gut. Wieso folgt denn der Williams uns so? Ist der doof? Der fährt direkt mit vorbei, ja? Ne, auch erst nach der zweiten Stavlo. Oder? Ja.
macht denn der Williams schon wieder? Geht mir auf den Zeiger, den lasse ich nicht so einfach vorbei, klar. Er ist zu schnell, den werde ich nicht großartig verteidigen können, aber dem will ich nach Möglichkeit das Leben so richtig schwer machen. Geht mir auf den Keks, der Ralf Schumacher. Scheiße, kommt der hier gut durch? Oh nee. Der wird gut bremsen. Scheibenkleister. Eine Chance sehe ich noch vor Pur, aber jetzt kommen wir zu weit weg. Mist, Mist, Mist. Oh, wir wollten beide zu viel. Mann, wieder ein Rennen verkackt. Wie gut ist das denn? Er hat einen Heckflügel verloren. Er kann auch noch an die Box fahren. Also, wir können es halt, weil wir es können. Ich weiß, wem ich die Schuld geben kann. Die Michelin-Reifen sind schuld. Bei ihm und bei uns. Und er kann auch direkt weiterfahren. Er kommt eher an die Box. Kacke, ey. Mann, das nervt mich. Nicht. Schon dabei, Jeff, schon dabei. Das ist noch über einen Sektor und oh, langsame Kurve war rechts rum. Wir schaffen das mit viel Spucke und Geduld und etwas Spucke. 42 Sachen mit Dreirad, jawohl, mit einem Dreirad. Lebensmüde. Muss mal die Boxencrew sagen. Muss mal der Boxencrew sagen, hey, willkommen. Und ich muss dran denken, speichern. Für den Fall der Fälle. Optionen sichern. Spiel. Hey, das letzte Mal ist ja noch gar nicht so lange her. Okay, Spiel gesichert. Das gab es die ersten Jahre bei Codemasters auch nicht, dass man während des Rennens speichern konnte. Da warst du gezwungen, dein Rennen zu beenden oder halt abzubrechen und später neu zu starten, wenn du gerade keine Zeit mehr hattest, weil... Ja, ich... Mir ist was dazwischen gekommen. So, die Radaufhängung haben sie auch gleich dran gebastelt. Das ist sehr nett. Eine Runde weniger und den Vordermann sehen wir nicht mehr, weil viel zu weit weg und diesmal wirklich über 40 Sekunden auf jeden Fall. Ja, sogar über eine Minute vor uns.
sogar über 1,10, sage ich. Na, ich sage 1,5. Nee, ich sage 63 Sekunden. So, Schluss. 63 Sekunden, leg mich fest. Fliegen wir hier beide ab, ey. Zwei dumme und ein dummer Gedanke. Hey, das könnte man sogar als Videotitel verwenden. Ja, warum nicht? Zwei dumme und ein dummer Gedanke. Hab ja gerade eh etwas Luft. Klar, das Rennen wird so schnell wie möglich beendet, im Sinne von, ich gebe Gas und tucke jetzt hier nicht herum, aber habe ja gerade Kapazitäten für mir sowas zu überlegen. Wir mit frischen Reifen, Edgy Badge. 63% Sekunden, Entschuldigung. Abstand zum Vordermann. Spät hier die Anzeige kommt zum Vordermann. Jetzt haben wir schon fast den ersten Sektor hinter uns. 42 nur. Okay, ich habe das auf den bezogen, der noch keinen Boxenstopp hatte, sprich auf den 20 Platzierten. Den auf Platz 20 Platzierten, so. Dumm an der Aktion war, das war gar nicht mein Gedanke, da abzufliegen, aber es passt halt so gut, dieses zwei dumme und ein dummer Gedanke. Der Herr Vordermann wird uns natürlich wegfahren, aber sobald er mal jemanden überholt, dann kommen wir dem dann doch Runde für Runde näher. Aber ich denke mal, dass Ralf Schumacher selbst keinen mehr überholen wird. Deswegen werden wir den Abstand nach vorne immer nur wachsen sehen. Ja, recht frische Reifen, aber Rennen ist schon wieder ziemlich fortgeschritten. Dann wird nur noch durch Rouge getuckert. Was aber feststeht, das nächste Rennen wird kein Rennen in Spa sein. Das schon mal vorweg. Und ja, insgeheim habe ich die Hoffnung, dass der Radverlust uns immer noch ereilt. Und ich würde ganz gerne so lange mindestens noch das letzte Rauskommen offen lassen, bis wir das endlich mal ausprobieren können, ob das Rad wegfliegt. Was ist denn da los? Der hat ein technisches Problem, Achsenproblem oder Reifenpanne, auf jeden Fall vorne rechts. Der Wagen links war höher gelegen, meine ich gesehen zu haben. Achso, ich weiß warum, weil vorne rechts ein Rad fehlt. Also wenn es blöd läuft, dann blöd bei Grand Prix 4. Dann haben wir hier noch 100 Folgen, jetzt herauskam, weil ich das mit dem Radverlust einfach herausfinden will. Wenn es gut läuft, dann dauert es nicht mehr so lange. Jetzt schiebt das Rad den Wagen gleich an. Ne, es rollt vorbei.
Hey, bald sind wir nicht mehr Letzter. Dann sind wir 21. eben in fast einer Runde. Sehr schön. Und Treuer jetzt vor uns, die beiden BMW Williamson so weit hinten? Was sind denn wieder fahren? Der war nicht in der Box. Aha. Mit dem Jordan, mit dem letzten Verbliebenen. Gammelt der hier ewig auf dem Grünstreifen rum? Warum denn? Er spielt mit der Wand. Wenn er meint, wenn es Spaß macht, dann will ich ihm das nicht verbieten. Die sind in der Box. Oh Mann, ich will eigentlich mal fahren. Frontflügelschaden, wie das denn? Durch das Rad? Ja, durch das Rad. Achten Sie auf Verschmutzungen der Fahrbahn. Kommt ein bisschen spät, du anderer Jeff, aber okay. Guck mir gerade an, wer wo auf der Strecke positioniert ist. Schenke auch. Ich gucke jetzt nicht nach. Es geht noch auf einmal ab. Die alle Nüsse im Kopf oder was? Sagt der mit einem BMW Williams in einer Kurve rausgeflogen ist, wo man nun mal nicht zu schnell fährt. Aber man will natürlich schnell fahren, weil man will ans Limit gehen, weil man will halt schnell sein. Man will als Rennfahrer halt Rennen fahren. Und dabei geht man automatisch ans Limit, habe ich mir sagen lassen. Das war echt bezeichnend, wie wir beide einfach in der gleichen Kurve abgeflogen sind, ohne uns irgendwie berührt zu haben. Wann wird er denn vorbeifahren? Hinter ihm kommt erstmal nichts, da ist eine gute Lücke. Doch, da hinten kommt er mit um die Linkskurve gebogen. Wir fahren gleich nur noch zwei Runden. Könnte zu spät sein für den Hintersaubermann. Oder für den Sauberhintermann, passt besser.
Mir leid für den Sauber, aber der ist einfach zu weit weg. Den kann ich nicht vorbeilassen. 182 wieder. Jetzt der Windschatten, aber er kommt zu spät ran. Der schafft es einfach nicht, uns zu überwinden. Hätte ich vorher Gas geben können. Bei Bustop könnte er jetzt mal nur rankommen. Jetzt hat er nämlich Windschatten, automatisch, weil wir müssen mal so fahren, wie wir gerade fahren. Lassen vorbei. Dann können wir in der letzten Runde mal Gas geben, weil keiner mehr von hinten nervt. Ah, ist der zweite sauber, hä? Ja. Thomas Enge, doch kein Williams mehr vor uns. Hab ich jetzt noch gar nicht drauf geguckt. Schön, wenn ich auf den Randstein komme, die Lenkung öffnen, damit ich den Schwung mitnehmen kann und dann halt kurz vor Ende des Randsteins wieder davon wegfahren. Dann kommen wir nicht ans Schleudern. Was ist das in Anführungszeichen Geheimrezept an der Stelle? Geht praktisch auch überall da, wo man auch hier zum Beispiel zu weit rauskommt bei der Linkskurve. Im richtigen Moment Lenkung öffnen. DC gewinnt. Wie hat der Kohlfahrt das denn gemacht? Oh, das war ja komplett Banane. Schade, wieder kein ordentliches Sparen. Dann beim nächsten Mal, aber nicht bei der, oder nicht in der nächsten Folge. Bang. Na? Ey! Spinnst wohl. Wie sollen wir jetzt noch Donuts machen? Erklär mir das bitte. Schon ein bisschen blöd, hä? Ich will aber rechts rum. Mich rechts rumdrehen will ich. Blödes Hinterrad, wo bist du, wenn man dich braucht? Halt nicht. Achtung, jetzt kommen wir. Wie man da die Box gucken kann. Weil sie die Wand vergessen haben, weil man die normalerweise von der Seite eh nicht sieht. Haben sie sich gespart, ressourcenschonend.
Minus eine Runde wir. Michael Schumacher 1-2 hinter dem Schotten. Boah, hier, 11. Bernoldi. Naja, zwei Williams sind ja zum Beispiel auch weggeflogen. Und die Rundenzeit taugt gar nichts, weil wir hatten frische Reifen. Und ich schätze mal, in der Zeit haben wir diese Runde gedreht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.